Hallöchen! Heute gibt es wieder ein neues Video von mir, und zwar den Lesemonat für den Januar 2017. Im Januar 2017 habe ich 5 Bücher gelesen, ein E-Book gelesen und eine Buchverfilmung gesehen, und damit möchte ich auch starten. Und zwar habe ich Love Life gesehen. Das war ein wundervoller Film, echt toll umgesetzt, und zwar zu dem Buch Mitten ins Gesicht. Das Buch Mitten ins Gesicht von Clune habe ich bereits im Januar 2016 gelesen und geliebt. Also schaut euch das unbedingt mal an. Ihr findet auch hier oben. Ich weiß es nicht. Ihr findet auch auf jeden Fall unter dem i die Rezension zu dem ersten und zweiten Teil, beziehungsweise zum zweiten erzähle ich nicht ganz so viel. Das Ganze handelt von der Geschichte von Steen und Carmen. Carmen bekommt die Diagnose Brustkrebs und von da an ändert sich das Leben der kleinen Familie. Denn die beiden haben auch eine kleine Tochter namens Luna. Steen ist ein, ich sag mal, notorischer Fremdgänger und er kann da nicht wirklich viel dagegen machen und hat seine eigene Art, mit seinem Trauer, seinem Frust, seiner Wut umzugehen. Und ich finde es auf eine ganz besondere Weise erzählt, ohne dass man die ganze Zeit Steen verachtet. Gleichzeitig rechtfertigt man das auch nicht und findet das gut, aber jeder hat seine eigene Art und Weise, damit umzugehen. Von mir eine absolute Empfehlung. Dann habe ich ganz spontan zu Michelle Schrenks A Place to Remember Emily und Noah gegriffen. Dieses Buch habe ich bestellt, obwohl es das letzte einer Reihe ist. Und zwar heißt die Reihe A Place to Remember und spielt in einem Antiquitätenladen in London. In London. Und ja, in diesem Fall, in diesem Buch, begleiten wir Emily und Noah. Emily möchte recherchieren und, genau, also Emily möchte für ihren Zeitungsartikel recherchieren, und zwar hat sie die große Chance, einen kompletten Artikel in die Zeitung, als einen, ich glaube sogar Leitartikel oder Hauptartikel zu schreiben, zum Thema Liebe. Und das, obwohl sie gerade eben der Liebe abgeschworen hat. Und in dem Antiquitätenladen, A Place to Remember, trifft sie unter anderem auf Noah. Was die beiden dann entdecken, zusammen erleben, ist herrlich geschrieben, und ich habe mich von da an so richtig in Michelle Schrenk verliebt, oder in ihren Schreibstil zumindest, in ihre Bücher, und kann nur sagen, guckt es euch auf jeden Fall mal an. Ich hadere schon die ganze Zeit mit mir und möchte eigentlich auch noch alle anderen Teile lesen von diesem Buch, beziehungsweise von dieser Reihe. Auch wenn die im vorangegangen sind eigentlich, aber das macht nichts, glaube ich. Ja, also 4 Bücher gingen diesem Buch noch voraus, und ich bin sehr nah dran, das auch noch zu kaufen. Also diese 4 Bücher. So, kommen wir zum nächsten Buch von Michelle Schrenk, und zwar Der Zauber des ersten Schnees. Die liebe Christina von Grisis Bücherlabyrinth hat mich dann natürlich auch darauf aufmerksam gemacht und hat gesagt, sie hat es geliebt. Ich habe da im Dezember schon mal reingeschnuppert, konnte aber nicht so richtig in die Geschichte reinfinden. Nach A Place to Remember, obwohl das in der Reihenfolge andersrum erschienen ist, wurde mir klar, dass ich jetzt in diese Geschichte reinfinden kann. Also in A Place to Remember wird so manches angesprochen, was hier drin schon auftaucht oder nochmal aufgegriffen. Das heißt, ich habe es quasi nur verkehrt rum gelesen, aber dadurch konnte ich hier reinkommen in diese Geschichte, und ich kann sie nur jedem empfehlen. Ich habe sie natürlich gelesen, als noch Schnee lag, das heißt, es hat super gepasst, aber ja, eine wundervolle Geschichte. Ich kann nur sagen, wunderschön geschrieben. Darauf folgte ein Sachbuch, Fachbuch, Ratgeber von Frank Behrendt, Liebe dein Leben und nicht dein Job. 10 Ratschläge für eine entspannte Haltung. Ich muss sagen, ich hätte vielleicht in der Buchhandlung nicht unbedingt danach gegriffen, aber es wurde mir zum Glück vom Gütersloher Verlagshaus zur Verfügung gestellt. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal. Ich habe schon eine Rezension dazu gemacht, die könnt ihr euch auch gerne angucken auf meinem Blogpost. Verlinke ich euch alles natürlich unten. Ja, es geht darum, was auch draufsteht. Also wir kriegen 10 Ratschläge für eine entspannte Haltung, und ich muss sagen, für Frank Behrendt dreht sich das Ganze eher um einen Bürojob, und trotzdem kann man dafür viel auch in seinen eigenen Alltag oder auch Arbeitsalltag übernehmen, selbst wenn man keinen typischen Bürojob hat. Eine ganz nette Anekdote noch dazu, die habe ich auch schon in meiner Rezension erwähnt. Ich fand es herrlich, als ich dieses Buch in der U-Bahn las.
irgendwo auf Seite 80, 82 und plötzlich angesprochen wurde von einer Dame mir schräg gegenüber, die gesehen hat, wie dieses Buch, dieser Buchtitel ausschaut. Und dann hat sie gemeint, ob es das auch als Buch gibt. Und ich war erst völlig irritiert, denn ich wusste nicht, gar nicht, was ich sagen sollte. Schließlich war das das Buch und ich habe es gelesen und ich habe ihre Frage nicht verstanden in dem Moment. Und dann hat sie mitgekriegt, dass ich das gerade lese oder dass ich da völlig verwirrt bin bei dieser Frage. Und dann hat sie auch noch gefragt, wie ich es finde. Und ich habe gesagt, ja, ich finde es gut bisher. Und bin erst im Nachhinein darauf gekommen, dass sie einfach dieses Cover und diesen Text, dass der so gut passt auf ein Alibi-Buchrücken, ein Alibi-Cover oder Buchumschlag, dass ich das erst nicht verstanden habe. Also es ist wirklich das Buch drin, das auch da drauf steht. Und ich fand es sehr, sehr schön, mal angesprochen zu werden auf das, was ich lese und das auch noch beim Buch, das mir sehr gut gefallen hat. Kann ich auch wieder nur jedem empfehlen. Dann kommen wir schon zum nächsten Rezensionsexemplar und zwar vom Goldmann Verlag dieses Mal. Vielen Dank auch an dieser Stelle nochmal von Kemper Donovan, Wir beide vielleicht. In diesem Buch geht es um einen ja, sehr ausgefuchsten Deal, ausgefuchsten Plan und zwar sollen Elizabeth und Richard sich jede Woche einmal treffen, ein Jahr lang, für 2 Stunden. Und am Ende dieser Zeit kriegen sie, egal was in diesen 2 Stunden passiert, sie dürfen sich nicht anschweigen, das heißt, sie müssen immer reden und so weiter, aber ja, kriegen sie am Ende dieses Jahres 1 Million Dollar. Also jeder kriegt 500.000 Dollar, so rum, ja. Die beiden kommen aber aus ganz unterschiedlichen Richtungen und wissen gar nicht, warum sie ausgesucht wurden. Und zwar, Elizabeth ist eine Rechtsanwältin, durchaus engagiert und fleißig bei der Arbeit, macht viele Überstunden, aber nicht in dem Maße erfolgreich, wie sie es sein könnte. Und Richard ist ein, ja, eher unbegabter oder zumindest untalentierter oder unglücklicher Regisseur, Drehbuchautor, wie auch immer, der ja nicht wirklich einen Film auf die Beine stellen kann und dementsprechend ja, da mehr so negativ über das ganze Leben in L.A. nachdenkt, beziehungsweise über seine Arbeit zumindest. Den Rest findet er alles ganz toll. Ja, die beiden starten das ganze Projekt auch und sagen, ja gut, dann treffen wir uns eben einmal die Woche für 2 Stunden. Daraus entwickelt sich dann etwas, was sie der Einfachkeit halber lieber machen. Das heißt, sie finden ein Thema für ihre Dates, somit auch Gesprächsstoff, damit sie da nicht ja, nur da sitzen und sich anschweigen. Das Ganze war für mich nicht so einfach zu lesen. Und zwar einfach aus dem Grund, es war irgendwie nicht besonders ansprechend geschrieben. Also ich hatte da keinerlei Farben, keinerlei Bilder im Kopf. Das fand ich sehr schade, denn grundsätzlich die Idee ist nicht verkehrt und nicht schlecht, sondern eben ich hätte mich sehr dafür interessiert, diese Idee auch so zu lesen. Ich finde, Elizabeth und Richard werden sehr eindimensional erzählt und dargestellt. Das finde ich sehr schade. Also sie sehr, sehr streng, sehr ernst, sehr kontrolliert, sehr ordentlich. Und er ist sehr irgendwo lebenslustig, irgendwo ohne Plan für sein Leben. Ja, und also recht viel mehr kann ich zu den beiden auch gar nicht sagen, weil eben so wenig darüber drin stand, auch über das Äußerliche. Das fand ich sehr schade. Also davon bleibt mir nicht sehr viel im Kopf hängen. Und das Ende fand ich auch etwas kurios. Also man merkt dann so, dass die Zeit irgendwann vergeht und sie haben ein paar Wochen hinter sich geschafft und müssen dann dieses Thema, das sie extra aufgegriffen haben, um sich unterhalten zu können, nicht mehr darauf zurückgreifen. Finde ich sehr schön von der Idee, weil das ja ausmacht, dass eine Beziehung entsteht, dass zumindest ein Kontakt da ist. Aber wie das Ganze dann aufgelöst wird und zwischendrin, was da noch so passiert, konnte ich leider nicht viel damit anfangen. Und ich finde es schade, aber muss leider sagen, ich fand es nicht so besonders toll. Falls ihr es gelesen habt und toll fandet, dann schreibt mir das doch gerne, würde mich sehr interessieren. So, das letzte Buch war dann von Agnes Martine Lugan, Glückliche Menschen küssen auch im Regen. Ja, also zur Geschichte, worum geht's? Es geht um die Diane, die auf einen Schlag
sowohl Tochter als auch Ehemann verloren hat, Colin und Clara. Colin und Clara kommen beim Autounfall ums Leben und man wird zu Beginn der Geschichte auch direkt da so reingeschmissen. Also ich war erstmal von der ersten Seite komplett verwirrt, was da stand und was ich damit anfangen soll. Aber prinzipiell war es schon ganz in Ordnung so, dass man eben so reingeworfen wurde. Heißt, aus meiner Verwirrung kam dann der nächste Impuls oder der nächste Gefühlsregung in Richtung Depression. Denn wir begleiten danach für mehrere Seiten Diane in ihrer Depression. Also sie hat ein Jahr nach diesem Unfall, verkriecht sie sich zu Hause, isst nur bestellte Sachen, einen einzigen Freund lässt sie an sich ran, der darf kommen und ab und zu mal ein bisschen aufräumen. Ja, liegt sonst nur zu Hause rum, so ungefähr. Prinzipiell möchte ich das nicht bewerten, wie jemand mit Trauer umgeht oder wie eben in diesem Buch Diane damit umgeht. Was mich da aber schon von Anfang an gestört hat, dass sowohl sie als auch so ungefähr jede andere Protagonistin in diesem Buch raucht. Mich hat an der Tatsache gestört, dass sie nahezu nichts anderes getan haben. Die haben nicht viel gehandelt, jede dieser Personen. Ich meine, abgesehen von dem Hund, der hat natürlich nicht geraucht, der da noch drin vorkommt, aber nahezu jeder andere hat geraucht und das in einer Tour. Also wirklich so von wegen, eine gerade geraucht, die nächste geraucht. Und weiß ich nicht, was das dann für eine Handlung sein soll, war mir jetzt nicht oder ist mir nicht klar geworden dabei. Das andere ist, dieses Buch hat 200 Seiten circa und hinten drauf, alles was da beschrieben wird, beschreibt ungefähr den Inhalt der ersten 100 Seiten. Das heißt, ich habe das halbe Buch schon hinten drauf zusammengefasst. Finde ich jetzt auch nicht so ideal. Dann habe ich durch Zufall gesehen, also zum einen habe ich über das Bloggerportal mich das Buch angefragt, und zwar das zweite Buch von dieser Autorin. Abschiedsküsse zählt man nicht. Ich dachte erst, das zweite Buch geht nicht über die Geschichte in diesem Buch. Jetzt weiß ich mittlerweile, es geht über diese Geschichte, also es geht weiter mit den Protagonisten. Ich bin sehr gespannt, ob ich das besser, lieber mag als das erste Buch. Also ich werde euch garantiert noch eine Rezension zu beiden drehen, wenn ich das zweite gelesen habe, aber ich kann mich jetzt für dieses Buch noch nicht wirklich begeistern. Auch nicht für die Tatsache, dass es wohl verfilmt werden soll. Ich bin sehr gespannt, ob die da in diesem Film auch die ganze Zeit rauchen. Auch in den Räumen. So, dann komme ich nur noch zum letzten Buch. Und zwar ist es das E-Book, das ich gelesen habe von Emma C. Moore. Zum Vernaschen, zu Schade. Das ist der zweite Teil oder der Folgeteil von diesem kleinen Buch hier, das ich im Dezember gelesen habe. Und zwar sind das Kurzromane in der Crossville, Tennessee-Reihe von Emma C. Moore eben geschrieben. Die sollen immer ganz zuckersüß sein und nette Liebesgeschichten beinhalten und nicht besonders lang sein. Das zweite Buch, wie gesagt, habe ich gelesen im Januar und kann nur sagen, mir hat es sehr gut gefallen, sowohl wie das erste Buch. Im zweiten Buch geht es um Amy, die kommt im verregneten Crossville an und kommt nicht in ihr Haus, in ihr gemietetes, denn der Makler ist nicht da. Hank hat das Ganze verschlafen oder vielleicht auch nicht, da kommen wir dann später noch, oder da kommt man im Laufe der Zeit des Romans dann nochmal drauf auf das Thema. Aber auf alle Fälle bietet sich dann Sam an, der sie erst etwas nass spritzt und dann aber einlädt zu sich jetzt, also erst der Nachbar zu sich in die Wohnung, dass sie sich da umziehen und aufwärmen kann. Sam wohnt mit seinem Bruder Daniel zusammen und Daniel ist einer der, ja, ich sag mal, Aufreißertypen, Machos in Crossville. Und Amy ist so ganz anders. Denn Amy ist Historikerin und soll für eine gewisse Zeit in Crossville die Stadtchronik, das Stadtarchiv sortieren und weiterführen. Wie sich dann das Ganze weiterentwickelt und ob Sam oder Daniel eine Chance bei Amy haben, müsst ihr selber dann lesen. Ich kann euch nur sagen, ich finde diese Bücher zuckersüß, so wie es auch sein soll. Und lese sie jetzt eben als E-Book weiter. Das waren meine Bücher, meine Buchverfilmung und mein E-Book. Und ich bin sehr froh, was ich so gelesen habe im Januar. Die Tendenz ging zwar eigentlich eher bergab vom
Bewerten her, aber das macht ja gar nichts. Es geht bestimmt wieder bergauf im Februar. Und ich bin ganz gespannt, was mich im Februar so erwartet. Ich halte mich im Moment auch mit Neuzugängen etwas zurück, deswegen ja, mal schauen, wie viel ich von meinem Sub mal ein bisschen wegschaffen kann. Gut, dann schreibt mir doch gerne in die Kommentare, was habt ihr so im Januar gelesen? Was waren eure Highlights? Vielleicht habt ihr auch Michelle Schrenk schon entdeckt oder möchtet sie noch entdecken? Ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns ein bisschen austauschen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss!